Hallo, ich zeige euch, wie ein Generator-Anschlusskasten mit Feuerwehrschalter von Phoenix Contact angeschlossen wird und wie er im Detail funktioniert. Unser Generator-Anschlusskasten kombiniert die Funktion des Überspannungsschutzes mit einem Feuerwehrschalter. Als Feuerwehrschalter bezeichnet man einen DC-Lasttrennschalter, welcher aus der Distanz gesteuert werden kann. Bei diesem GRK erfolgt das motorisiert. Der Anschluss der Photovoltaikstrings erfolgt sowohl im Ein- als auch im Ausgang mit unseren Push-in-Anschlussklemmen. Die sind entsprechend hier zu sehen, im Eingang und hier im Ausgang. Die Zuordnung der MPP-Tracker und der Stringpolarität kann anhand der Klemmenbeschriftung abgelesen werden. Die Klemmen X1 und X2 werden für die Eingangsstrings genutzt und X5 und X6 für die Ausgangsstrings. Der PE und der Blitzschutzpotentialausgleichsleiter können mit der Push-X-Anschlussklemme komfortabel angeschlossen werden. Die ist entsprechend hier zu sehen. Und ich demonstriere hier noch einmal, wie einfach das anzuschließen ist. Man muss den Leiter entsprechend nur mit 18 bis 20 mm abisolieren. Und der Leiter muss dann einfach in die Klemmkammer eingeführt werden. Und schon ist es angeschlossen. Super einfach. Für die Realisierung der Funktion des Feuerwehrschalters wird eine 230 Volt AC-Spannungsversorgung benötigt. Diese wird in unserem Fall an den Klemmen X4, 1 bis 3 angeschlossen. Optional kann an den Klemmen X4, 4 und 5 mittels eines potenzialfreien Schließerkontakts der Schaltzustand des Lasttrennschalters ausgewertet werden. Und zwar sind die entsprechend hier zu sehen. Dabei zu beachten wäre, dass die maximale Spannung von 24 Volt nicht überschritten wird. Möchte man eine manuelle Freischaltmöglichkeit nutzen, muss man einen Notausschalter mit einem Öffnerkontakt installieren, sodass die 230 Volt AC-Spannungsversorgung bei Betätigung unterbrochen wird. Wie zuvor gesehen, benötigen wir für die Funktion des Feuerwehrschalters eine 230 Volt AC-Spannungsversorgung, damit der Lasttrennschalter in den normalen Betriebszustand fährt. Bevor die Feuerwehr eine Brandbekämpfung im Gebäude starten kann, muss zunächst das Gebäude spannungsfrei geschaltet werden. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob das Gebäude eine PV-Anlage besitzt oder nicht. Das bedeutet, eine Photovoltaikanlage mit Feuerwehrschalter wird in der Regel durch die Standardprozedur der Feuerwehr automatisch lastfrei geschaltet. Wie bekommt der Motor des Lasttrennschalters eigentlich seine Energie, wenn der Schalter bei einer Unterspannung die Strings trennen soll? Dafür ist im Generatoranschlusskasten eine Platine verbaut, die mit Hilfe der Kondensatortechnik genug Energie speichert, um bei Erkennung der Unterspannung den Schalter sicher zu betätigen. Und zwar ist hier entsprechend diese Platine verbaut. Wir führen eine Unterspannung herbei, indem wir den Notausschalter betätigen und schon schaltet der Schalter entsprechend die Strings spannungsfrei. So, jetzt wisst ihr, wie ein Generator-Anschlusskasten von Phoenix Contact mit Feuerwehrschalter angeschlossen wird. Und wenn ihr Interesse habt an diesem oder an weiteren Varianten, dann findet ihr die ganz einfach bei uns auf der Website.